Also Pascal, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass ich kurz durchatmen musste und immer noch sprachlos bin. Also es ist bei euch wirklich schwer überhaupt zu fassen, weil jedes dieser Autos, wenn du das auf der Straße sehen würdest, würdest du denken, wo bin ich hier, ne? Und hier steht alles auf einem Fleck aufgereiht in dieser wunderschönen neuen Halle. Das ist einfach, ja, es ist einfach ein Traum, muss man schon einfach so sagen. Ja, ist für mich auch, ich bin jetzt seit 14 Jahren im Unternehmen, egal wie oft man durchläuft, egal vor welchen Autos man steht, egal wie oft man sie gesehen hat, es ist immer was Besonderes. Ich sag, wenn man für Autos brennt und weiß, was hier steht, auch in Automobilgeschichte, ist es ein Traum. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Jedes Auto erzählt eine Geschichte und das ist ganz, ganz Besondere. Ich glaube, wir können in der Halle Stunden verbringen und haben noch nicht alles angeschnitten. Das ist jetzt aber ein Line-Up, was ihr euch überlegt habt, was wirklich besonders aus eurer Sammlung ist. Ja, also das ist in alle Autos, die hier drin stehen, sind noch nicht alles unsere. Da gibt es auch Fahrzeuge, die zum Beispiel schon verkauft sind, wie das Auto hier. Das wird die Reise nach Übersee antreten. Pagani Zonda S 73 Roadster. Ganz, ganz selten, dass die Autos heute noch in der Auslieferungsspezifikation sind, weil einfach viele im Laufe der Jahre umgebaut wurden. Das heißt, die gehen dann zurück ins Werk, bekommen neue wilde Bodykits und haben dann nichts mehr mit dem Original zu tun. Das Auto ist im Prinzip genau so, wie es 2004 in Genf vorgestellt wurde. Und ja, beeindruckend. Pagani, für jeden, der es nicht weiß, tatsächlich Mercedes-Motoren. Und deswegen schlagen wir hier auch gleich die Brücke zu den beiden anderen, die in der Reihe stehen. 7,3 Liter, V12. Ganz, ganz besonders. Und ich glaube, was wir mal machen können, damit ihr auch mal seht, was dort verbaut ist. Wir können mal in den Motor reinschauen. Auch nicht in den Motor reinschauen, aber auf den Motor draufschauen. Kurz zum Auto. Der ist Baujahr 2007? 2004. Ja. 2004, sorry, genau, krass. Weil, also könnte ich jetzt ganz schwer einschätzen bei dem Auto, wie alt er wirklich ist. Also klar, so ein bisschen, ich sag mal, in der Lichttechnik sieht man ja immer ein bisschen die Zeit, aber sonst so schon, das war natürlich für 2004 echt... Boah. Aber was Pagani natürlich schon immer konnte, ist das Thema Carbon. Ja, das ist eigentlich so das Aushängeschild, was Pagani immer extrem gut beherrscht hat, die ganze Carbonverarbeitung. Ich persönlich bin, was Pagani angeht, ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach mag, Autos an der Performance zu judgen, wie sie wirklich performen. Ich bin noch nie mit so einem Wagen so gefahren, dass ich beurteilen könnte, wie das sich im Grenzbereich auf der Nordschleife verhält. Aber sie sind vom Fahrverhalten schon tricky. An den Rückleuchten, okay, da sieht man das Alter, definitiv. Wie ist so ein Zonda S, was haben die damals neu gekostet? Na, damals um die 600.000 Euro. Ja, und ach, heute für die Investmentbanker unter euch, wertmäßig ging es da steil nach oben. Heute liegt sowas über 7 Millionen. Ja. Ja, da ging es steil bergauf. Von 600.000 auf 7 Millionen? Ja, ja. Aber wer kauft so ein Auto für 7 Millionen? Der muss das ja als Kunst sehen, weil du sagst selber, sie fahren nicht gut. Der fährt wahrscheinlich auch nicht damit, sondern einfach nur, ich möchte ein Pagani Zonda S besitzen. Das ja, ich glaube wirklich, die Paganis muss man als Kunstwerk ansehen. Ja. Der Pagani-Sammlerkreis ist ein extrem verschworener Haufen. Ja. Das heißt, viele besitzen mehrere Modelle, sind der Markt extrem verbunden. Und ich verstehe das auch, weil es ist ein extrem emotionales Auto. Ja, es ist wirklich als Kunstwerk zu betrachten. Es ist nichts, wo ich sage, ich messe mich jetzt mit Porsche auf der Nordschleife. Es ist am Ende des Tages echt eine Skulptur. Und ich denke, man muss einen riesen Respekt davor haben, was die Brand in über 20 Jahren, dieses erst gibt, geschaffen hat. Ja, einfach auch von der Popularität, vom Image, was sie mitbringt. Wenn du heute einen Pagani siehst, damit vor die Eisdiele fährst, bist du auf jeden Fall der Chef im Ring. Und davor muss man, denke ich, schon einen riesen Respekt haben. Die Autos sind extrem selten. Aber, und wie gesagt, das ist eben das Aber für mich, wenn es auch zu dem Thema Value kommt. Ich persönlich komme eben mehr aus den klassischen Marken, ja, Mercedes, Porsche, Ferrari, und da habe ich eine ganz andere Heritage. Und das heißt, wenn ich über solche Werte spreche, wenn ich es mal vergleiche mit einem CLK GTR, was ein Homologationsauto war, was seinen Ursprung hat, ist es gebaut worden, damit GT1 damit gefahren worden durfte. Ja. Es war mit eines der erfolgreichsten GT1-Autos überhaupt. Da ist für mich die Wertigkeit als Sammler eine andere. Aber wie ich schon gesagt habe, bei Autos, und das finde ich das Schöne, jeder kann sein Faible haben. Ja, und auch die Paganis haben ihre Daseinsberechtigung. Und der eine Sammler sammelt eben eher Moderneres mit solchem Background und der andere Sammler geht auf klassische Sachen wie die altehrwürdigen Marken. Wie viele gab es von so einem Auto? Lass mich lügen, um die 50 Fahrzeuge. Mhm. Ja. Oh. Relativ selten. Es gibt dann auch immer verschiedene Ausbaustufen, das heißt Roadster, Coupé, verschiedene Motoren, verschiedene Ausführungen. Bei Paganis die genaue Stückzahl zu sagen, ist ein bisschen schwierig, weil Pagani oft dann sagt, wir bauen jetzt den letzten. Und ein Jahr später sagen so, und jetzt bauen wir nochmal einen Besonderer und der wird der Letzte. Und dann kommt nochmal eine Sonderserie und dann kommt nochmal eine Sonderserie. Also ich kann tatsächlich aus dem Stegreif keine genaue Zahl sagen, weil es so viele Sonderversionen gibt. Aber du sagtest hier 7,3 Liter V12 von Mercedes. 7,3 Liter V12 von Mercedes, ja. Wie können wir den zeigen? Also wie geht das Ding, geht der überhaupt auf? Klappt man das auf? Also erstmal die Türe aufmachen. Da muss man erstmal hier den... Guck mal, wie dicht das hier auch an dem Spiegel vorbeigeht. Ne? So, und dann hier, schaut mal, den schönen Lederriemen hier. Ach, mit Lederriemen? Den müssen wir aufmachen? Genau, den Lederriemen aufmachen. Mhm. So, und dann drückst du den Knopf, drückst du rein, genau. Ach, krass. Ja, okay, ich meine, das ist natürlich schon geil, ne? Wenn man das aufklappt. Du sagtest gerade, die konnten Carbon schon. Ja. Also das ist schon, was die Carbonverarbeitung angeht, ganz, ganz großes Tennis. Vor allen Dingen, okay, es steckt doch deutlich mehr Technik hinter, ehrlich gesagt, als ich eigentlich dachte. Also das ist ja schon so mit Pushrod und Gitterrohrrahmen auch schon die Königsklasse. Es ist mit Sicherheit extrem viel Engineering dahinter, aber es gibt ein Interview von Lewis Hamilton, wo er damals sagt, sein Zonda ist mit Abstand das am besten klingendste Auto, was er jemals gefahren ist, aber das am beschissenste zu fahrende Auto. Ja. Und er hat das Auto damals selber in Monaco gecrashed und dann ist wieder restauriert oder repariert worden. Er hat es dann verkauft in den letzten Jahren und jetzt ist es letztes Jahr wieder gecrashed worden. In UK gibt es ein Video davon, wie er im Tunnel abfliegt. Ja, ist nicht schön. Echt so tricky zu fahren sind die? Also es ist von der Kraftentfaltung schon sportlich. Dafür, dass man denken würde, 12-Zylinder-Sauger, was soll da so krass sportlich sich entwickeln? Ja, okay, kommen wir mal zum nächsten Objekt hier, weil ich vermute mal, es hat einen Sinn, warum die hier so stehen. Ehrlich gesagt, ich persönlich noch nie gehört, SL73, hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ist wahrscheinlich das einzige Auto hier in der ganzen Halle, wenn es heute auf den öffentlichen Straßen rumfährt und man nicht wirklich weiß, was es ist, wird man denken, gut, es ist ein alter 129er, was ist daran so besonders? SL73, einer der seltensten AMGs ever, gibt nur 28 Fahrzeuge davon und das Besondere und der Grund, warum wir ihn hier in der Reihe hingestellt haben, ist, weil er genau den gleichen Motor hat wie ein CLK GTR. Mhm. Und wie ein Pagani Zonda. Ja. 7,3 Liter und für die damalige Zeit, wenn man sich das mal überlegt, Ende der 90er Jahre mit so einem Wagen vorzufahren, das ist schon heftig. Ja, das ist schon wirklich heftig. Im Innenraum am Ende des Tages relativ human. Aber auch noch geiler Zustand hier. Er hat auch überschaubare Kilometer. Schön mit dem grünen Bicolor-Leder passend zur Außenfarbe. 17.000 Kilometer. Das ist echt nicht viel. Aber ich finde das einfach Wahnsinn, dass man damals für 28 Autos sich die Mühe gemacht hat, den Motor einzusammeln. Wobei, es gab ja in dem Auto einen V12, ne? Es gab ja den... Genau, der 500, ja. Genau, 600, den 600er. Genau, und das ist dann einfach nur eine andere Ausbaustufe von dem. Genau. Also wenn man es jetzt einfach mal auch anschaut, einmal hier den Motor, einmal da drüben der Motor, ist schon verrückt. Ja. Ist schon verrückt. Witzig ist, dass sie jetzt gerade ja sogar auch richtig stehen. Also, dass die beide so rum eingebaut wurden. Was hat so einer an Leistung? Wie viel PS hatten die? Knapp 500 PS. Ja. Aber im Zonda und im GTR deutlich mehr. Ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber ja, 28 Autos, ne? Aus den 90ern. Krass, also da werden ja viele auch. Es gab auch noch den 72, ja, prinzipiell auch gleiches Motorkonstrukt. Und beim CLK GTR, wenn wir den Schwenk machen, serienmäßig immer der 6,9 Liter V12. Und dann gab es ein einziges Auto, was offiziell den Namen Supersport getragen hat. Und der hatte dann den 7,3 Liter Hubraum. Ja, alle anderen 6,9. Es gab noch ein anderes Auto tatsächlich, den dunkelblauen CLK GTR. Der steht auch hier, auch wenn er heute nicht hier im Raum steht. Der hatte damals auch ab Werk den 7,3er bekommen. Ja. Und dann gibt es noch die Nummer 1, den ersten jemals gebauten CLK GTR. Gehört einem Amerikaner. Das ist der einzige CLK, der dann die Spiegel statt hier vorne wie der Rennwagen an der Türe hat. Mhm. Das heißt, die Rennversion hatte die Spiegel immer hier an der Türe. Die Nummer 1 hatte das auch und der hat nachträglich den 7,3er bekommen, aber eben nicht ab Werk. Aber der ist so, wie er ausgeliefert wurde? Weil der ist ja auch unfassbar gut vom Zustand, oder? Der ist so, wie er ausgeliefert wurde und wir haben ja in der Werkstatt den Wagen gesehen, wo er mal komplett zerlegt war. Das heißt, glücklicherweise müssen wir jetzt nicht die Haube runter machen, weil ich garantiere euch, das ist ein Pain, den ihr nicht machen wollt. Das heißt, ihr müsst dann hier, seht ihr die Schnellverschlüsse alle auf, alle aufmachen, dann die Steckverbindung lösen und dann kann man das ganze Teil nach hinten abziehen. Aber es ist einfach... mit den Auspuffblenden wieder so ein Gefrickel, ja, das über die Rathäuser drüber zu ziehen. Aber es ist eben, und das finde ich so beeindruckend an dem Auto, so nah an der Rennversion, ja, eben wie im Rennsport. Wenn ich jetzt einen Unfall gehabt hätte, ich kann das ganze Teil tauschen, schieb's neu drauf und fertig. Ja. Und eben noch die Elemente wie mit den Scheinwerfern vom CLK, ist halt mega. Verglichen heute mit den LMP1-Autos erkennt man immer noch so ein bisschen diesen Serien. Serien ist jetzt ein großes Wort, aber eine gewisse Verbundenheit zu einem Mercedes-Modell. Nee, aber oder halt auch Türgriffe als Beispiel. Ne? Türgriffe ist auch so eine Sache. Türgriffe ist auch so eine Sache. Wie gesagt, einsteigen in die Autos ist extrem tricky. Darf ich mich da mal reinsetzen? Wenn du sagst, dass es so schwer ist, wir machen auch nichts kaputt, weil ich bin eigentlich ganz gut im Ein- und Ausstellen. Es ist extrem schwer, Ja, dann Schuhe ausziehen, dann kannst du probieren. Man kann das Lenkrad auch abziehen. Nee, ach, kannst mal versuchen, ob du so reinkommst. Das geht schon. Einmal, weil die Chance, okay, doch, Alter. Ich gebe dir recht. Warte mal, ich muss nochmal. Ich muss noch einmal erst nochmal gucken. Ich werde es nicht machen. Ja. Also das Problem ist, dass der Einstieg hier so krass wenig ist und der Schweller so. Also du kannst, wie gesagt, das Lenkrad abziehen, wie du es kennst. Da hast du hinter den Ring. Einfach zu dir ziehen, dann kannst du das Lenkrad abnehmen. Aber das war ehrlich gesagt noch nicht mal das Problem. Ich wollte jetzt nur nicht hier so rüberrutschen. Deswegen wollte ich zur Sicherheit lieber noch mal einmal gucken. Aber klar, das Problem wird am Ende sein, da muss man noch wieder rauskommen. Aber wie machen das andere Leute? Wie kommen die da rein und raus? Also ich bin ja wirklich gelenkig. Okay. Ja, also das ist schon... Wenn man da einmal drin sitzt, ne? Ja, man muss sich an das Fahrverhalten vom Auto gewöhnen und ich glaube, die Schwierigkeit beim CLK GTR ist wirklich die, ihr müsst die Straßen vorher abfahren. Ja? Das heißt, man kann nicht einfach reinsitzen und sagen, ich fahre jetzt die Straße, man muss im Vorfeld überlegen, wo fahre ich hin. Kommt die kleinste Bodenwelle, ruiniere ich mir die komplette Front. Einmal rückwärts mit dem Diffusor irgendwo hängen bleiben, ist das komplette Heckteil mehr oder minder im Eimer. Also es ist extrem anspruchsvoll zu fahren. Du musst auch zum Beispiel, du siehst ja mit den Pedals, das heißt, du musst kuppeln. Und paddeln, auch beim Runterschalten. Es ist nicht so, dass du jetzt einfach nur einmal den ersten Gang einlegst und kuppelst, du musst immer kuppeln. Wenn man einmal drin ist, dann ist es auf jeden Fall bequem. So, jetzt habe ich entweder die Wahl, ich wurschtel mein Bein da erst durch. Also im Normalfall werden die Leute sich hier draufsetzen, vermute ich mal, ne? Ja, oder mit einem Fuß als erstes auf dem Sitz. Ja. Aber ich garantiere dir, du machst es besser als ich. Es gibt, wie gesagt, ein Video, wo ich das mache und das möchte ich der Öffentlichkeit nicht anbieten. Ja, also man muss schon seine Beine... Und jetzt muss man auch dazu sagen, das ist halt ultramassiv hier, ne? Also das ist garantiert eigentlich so gedacht, dass man sich da so richtig... Ja, das ist das, was ich meinte. In der Werkstatt hat man es nicht so gesehen, weil die Seitenkästen demontiert waren. Aber und das ist der Vorteil zum GT1. Also der GT1 ist im Vergleich deutlich besser nutzbar wie ein CLK GTR. Du kannst einfach ein- und aussteigen, du hast eine normale Schaltung. Der Überhang ist nicht ganz so krass, er ist ein bisschen höher. Also ja, ein guter Freund von mir fuhr von Schottland bis in die Schweiz, also das sagt auf Achse, ja, das sagt schon vieles. Ja, F40, läuft man bei euch fast einfach so dran vorbei, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, bei dem Line-Up. Ja, F40 ist für mich das erste Foto, was von mir existiert mit einem Auto, war mit einem F40, Burago F40 in der Hand. Ist für mich, glaube ich, so das Posterauto von einer kompletten Generation. Ja, also ich glaube, das was Ferrari da geschafft hat, ich muss auch sagen, ist für mich tatsächlich von den Großen, das heißt, man sagt ja immer die 288 GTO, F40, F50, Enzo, La Ferrari, sind so die größten. Ich glaube, der F40 hat mit den größten Reiz davon. Ich finde ihn zum Beispiel deutlich maskuliner wie ein F50. Ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, du siehst in dem Auto auch diesen Preishype der letzten Jahre als vollkommen gerechtfertigt. Ja, ich meine, die Stückzahl ist verhältnismäßig hoch, ja, gibt über 1000 Fahrzeuge, ein bisschen wie beim Carrera GT. Also der Hype ist auf jeden Fall oder war in den letzten Jahren schon groß, wird es auch wieder ein bisschen weniger. Aber ich sehe schon wirklich als gerechtfertigt, weil es so eine Ikone ist. Ja. Das letzte Auto, was unter der Regie von Enzo Ferrari entwickelt wurde und ich sehe da schon eine Rechtfertigung da. Zum Fahren ist das natürlich schon echt die ultimative Death Trap. Ja. Also wenn du damit wirklich schnell fahren willst, dann musst du echt wissen, was du tust, sonst biegst du direkt rechts ab. Aber noch schlimmer als ein Zonda? Oder einfach anders? Einfach anders, ja. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, da liegen mehr als 10 Jahre dazwischen, zwischen den beiden Autos. Wie gesagt, ich finde es einfach extrem raw. Ich bin das Auto nie so gefahren, dass ich jetzt sagen könnte, wie fährt sich das, wenn du am Anschlag fahren würdest. Dafür reichen meine Fähigkeiten leider nicht aus. Aber es ist einfach vom Fahrerlebnis her so, ich meine, schau in den Innenraum. Ja. Es ist einfach ultimativ spartanisch. Puristisch, das ist wirklich nichts. Was halt schon krass damals war, ist, man hat ja damals schon auch einen Hypercar gebaut, aber mit einem ganz anderen Anspruch als heute. weil damals wollte man scheinbar auch keinen Luxus haben, sondern es sollte halt genauso sein. Ne? Ja, mit ein bisschen so den Mitteltunnel mal so eben noch mal kurz eine Abdeckung draufgeschmissen. Ja, das ist das, was ich vorhin... Armaturenbrett noch mal in viereckig mit so einem Stoff bezogen. Das ist das, was ich meinte. Also auch die Verarbeitungsqualität von den Autos, wenn man sich mal überlegt, viele vergessen das, wo Ferrari in den 70er, 80er Jahren war. Ja, die haben Autos verkauft, damit sie das Formel-1-Team ja damit am Laufen halten konnten. Das Formel-1-Team bestand aus 12 Leuten, inklusive LKW-Fahrer. Also auch in einem F50, wenn man sich bei einem F50, bei dem sieht man es jetzt nicht, bei einem F50 im Dashboard verläuft hier oben noch ein Lederkette rum. Das sieht aus, als hätte es irgendjemand draufgeklebt. Ja, also von der Fertigungsqualität und Ferrari war da eben oft schon ein chaotischer Haufen. Also es gibt ja die Story, wo damals Ross Brawn das Formel-1-Team übernommen hat, dass er einfach verboten hat, den Weinkonsum tagsüber. Ja, weil die einfach lustig Wein getrunken haben und deswegen vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich waren, wie sie es gern gehabt hätten. Ja. Aber Drehzahlmesser bis 10.000, Tacho bis 360 und eine Ladedruckanzeige ist einfach sympathisch. Ne? Ja, das ist schon heftig. Ja. So, ich finde einfach, die Form ist... Ja, und auch aber generell das Motorkonzept. V8 als Turbo, so mit diesem Ladeluftkühler da einfach so liegen, dann dieses fette Wastegate in der Mitte. Also ich glaube schon in den Zeiten, wenn man damals auch den Rennsport ein bisschen verfolgt hat, das hat man einfach... Also die Autos sind ja auch wirklich eingesetzt worden. Ja? F40 LM in Le Mans mitgefahren, das ist schon eine Ansage. Ja. Aber auch wieder krass gutes Exemplar, was ihr habt, ne? Ja, wobei man sagen muss, der hier ist voll restauriert. Ah, der ist gemacht, okay, weil das sieht ja im Motorraum sieht ja aus wie neu, sieht ja aus wie keinen Meter gefahren. Das Auto ist restauriert. Mhm. Wie ist das bei solchen Autos, wenn die restauriert werden? Sind die danach aber schon noch wieder wertvoller oder wäre es besser, ihn nicht zu restaurieren? Kommt immer darauf an, wer ihn restauriert und wie ihn restauriert. Ja. Wenn es gut gemacht ist, ist es auf jeden Fall wertsteigernd. Wobei ich, wie ich es drüben in der Werkstatt schon gesagt habe, wenn du ein extrem gut erhaltenes Original hast, dann ist das, glaube ich, schon das Nonplusultra. Wenn du wirklich siehst, man sieht das oft bei den Autos, auch beim CLK, wenn man noch die Carbonstruktur durch den Lack sieht. Das ist eigentlich schon das, was der Sammler immer haben möchte. Aber viele vergessen einfach, dass es eine Zeit gab, wo niemand solche Autos wollte. Mhm. Also es gibt Bilder, wo ein 250 GTO, der kostet heute 70 Millionen, als Hühnerstall in Italien auf einem Feld verwendet wurde, als Hühnerstall. Ja, weil einfach niemand wollte. Den hat dann irgendwann jemand gekauft und aufs Feld gestellt und dann war es das. Ja. Also da gibt es schon extreme Geschichten. Aber ihr würdet euch zutrauen, auch so ein F40 zu restaurieren? Nee. Nee, das macht er nicht. Das ist wirklich nicht unser Battleground. Was die Restauration angeht, machen wir nur Mercedes. Das heißt, das ist handelsseitig, ja. Ganz klar eine Kernkompetenz bei uns im Handelsbereich, aber restaurationstechnisch wirklich nur Mercedes. Mhm. Ja, okay. Das ist auch ein Auto, was ich persönlich noch nie gesehen habe. Ja, also LaFerrari Aperta. Ich habe einmal ein Coupé gesehen. Aber Aperta als Cabrio, Roadster, wie man auch immer dazu sagt, ist natürlich nochmal ganz anders. Ja, nochmal exklusiver wie das Coupé, von dem gab es 500, vom Aperta nur 210. Extrem selten und für mich immer noch beeindruckend, wenn man sich das Auto anschaut. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Ja. Echt, ich meine, der Aperta kam ein bisschen später raus, 2016, aber der LaFerrari an für sich 2013 vorgestellt worden. Und wenn man sich die Form anschaut, finde ich das designtechnisch schon echt heftig zu überlegen, dass da schon ein Jahrzehnt ins Land gegangen ist. Echt zeitlos. Ja, also ich habe in dem Auto mit der Körpergröße wieder ein bisschen ein Problem. Man muss bei solchen Autos ja immer erstmal gucken, wo der Tür überhaupt ist. Ne? Also du kannst bei dem Wagen nur die komplette Pedalbox vor- und zurückschieben. Ja? Das heißt, den Sitz kannst du nicht verstellen, sondern du verschiebst die komplette Pedalbox. Das ist halt Wahnsinn. Also das ist dann der Vorteil zum Einsteigen, wenn man einfach gar keine Unterholmverkleidung mehr hat, sondern nur dieses Monocoque, wo man rübersteigt. Ich meine, die Downside ist natürlich, du hast in dem Auto keinerlei Gepäckablagefächer. Ja, finde ich persönlich auch ein bisschen schade, wenn jetzt sagen würdest, komm, wir machen einen coolen Roadtrip damit, ist es auf jeden Fall eine Downside. Aber speziell das Auto jetzt, Delivery Mileage, ja, das heißt, das Auto ist de facto einfach nie gefahren worden. Wir haben es mal benutzt für ein paar Rolling Shots, aber es sind noch auf der Windschutzscheibe die Factory-Aufkleber drauf. Ist unten auch noch der Schutz auf den Fußmatten. Ja, also das sind wirklich, es ist manchmal schade, ich kann es aber verstehen, da geht es um viel Geld am Ende des Tages, wo sich jemand sowas in die Garage stellt und es einfach als Anlageobjekt sieht. Mhm. Wobei ich immer sage, wir sind keine Anlageberater. Natürlich, wir verkaufen die exklusivsten Mobile der Auto der Welt. Aber uns freut es immer als Petrolheads, wenn die Autos am Ende des Tages auch gefahren werden. Ja. Wo wird so ein Auto, wenn der, das heißt, der wird jetzt 1, 2, 300 Kilometer haben, oder wie viele Kilometer hat er jetzt runter? 200 Kilometer hat er jetzt auch. Ist der dann viel, viel teurer im Wert als einer, der 5000 Kilometer hat? Macht schon nochmal einen signifikanten sechsstelligen Unterschied aus, wenn es Delivery Mileage ist. Auch hier, aber ich finde, da muss einfach jeder Sammler für sich so wissen, was will ich damit. Ja, ich sage immer, Autos mit Delivery Mileage, und das ist egal, ob das jetzt ein 997 GT2 S ist oder ein LaFerrari, bin ich ein Sammler, der es wirklich nur wegstellt und ich weiß, ich werde niemals damit fahren, dann macht sowas Sinn. Wenn ich weiß, dass ich damit fahren will, ist es eigentlich völlig fehl am Platz, jetzt ein Auto mit so wenig zu kaufen. Mit so wenig Kilometern zu kaufen, weil eins muss klar sein, du zahlst dann einen extrem hohen Preis dafür. Also wenn du jetzt eine überschaubare Laufleistung im Jahr, wenn du sagst, du fährst im Jahr jetzt ein paar hundert Kilometer, kann man das machen. Ja, aber grundsätzlich, ich persönlich würde wahrscheinlich immer so Autos um die 10.000, 15.000 Kilometer, wobei das schon für einen LaFerrari relativ viel wäre, aber ich sag mal im normalen Segment, normaler Rennsegment, weil du einfach vom preislichen Niveau her in einem sinnvolleren... Wie viel ist ein Aperta wertvoller als ein normales Coupé? Circa 1,5 bis 2 Millionen. Nochmal on top? Ja, ja. Boah. Das heißt, wir reden jetzt hier von dem Auto, so wie er steht, auch mittlerweile irgendwie über 5, 6, 7, 8 Millionen? Über 6 Millionen, ja. Aber echt zeitlos. Also sieht heute echt noch nach wie vor alle drei, also P1, 918, LaFerrari, finde ich alle, sind alle jetzt 10 Jahre alt. Wenn du es heute angucken würdest, ist es echt zeitlos. Wobei das halt irgendwie, das hat schon diese Züge von halt einem Hypercar dann. Ja, so diese, ja. Von diesen aktuellen Hypercar, ja. Da ist halt ein F40 oder selbst so ein GTR daneben doch noch, ja, es ist halt die Zeit auch. Es ist einfach die Zeit. Ja. Aber wenn man natürlich krasserweise dann so einen biederen 959 daneben sieht, ist das halt wirklich schon. Ja, weil es ist halt wirklich, das muss man ja so sagen, ne? Also dafür, dass das ja auch Maß der Dinge eigentlich damals war, ist das schon wirklich... ja. Das war damals echt ein Rocket-Chip. War damals echt ein Rocket-Chip mit der Technik, mit der Fahrwerkstechnik, die das Auto hat. Brutal. Und da war Porsche auch immer ein Vorreiter. Ja, man sagt ja auch immer die großen vier von Porsche. Das heißt 959, GT1, Carrera GT und 918. Das ist eigentlich so das Nonplusultra, was jeder Porsche-Sammler gerne in der Garage hätte. Das war auch wild. Waren die von innen alle so mit den Streifen, oder? Meistens, ja. Meistens. Boah, aber auch wieder ein Exemplar, was ja gefühlt, was hat eine Rotter? Gefühlt fast gar nichts wieder, ne? Wobei doch, hat er so Kilometer, aber der sieht ja auch noch. Der ist ja auch schon gemacht. Weiß ich gar nicht auswendig. Nee, der ist nicht gemacht. Aber auf dem Tacho stehen 75.000. Ja. Ladedruckanzeige bis 2,5 bar im Tacho. Da weißt du Bescheid. Wie fährt sowas? Ich kämpfe mit dem gleichen Problem auch bei dem Auto. Meine Füße bedienen gefühlt alle drei Pedale gleichzeitig. Aber 993 klingt einfach immer gleich beim Tür zu machen, ne? Finde ich einfach. Nochmal einmal gucken hier vorne. Ja. Naja, immerhin habe ich den Griff für die Motorhaube direkt gefunden. Ja, ja, hier ist der. Aber man tankt durch die Haube. Da wird es auch einige geben, wo es mal ein bisschen links, rechts daneben geht. Beim Tanken. Ja, beim GT1, wie gesagt, da kommst du nicht drum rum, die Haube aufzumachen. Wenn wir schon davon sprechen, gehen wir mal eine Box weiter. Also erstmal, was ich auch sagen muss, die Aufmachung von der Werkstatt ist mein absoluter Volltraum. Die ist so ein bisschen rennsportmäßig, gar nicht so diesen Gedankengang Bühne und unbedingt dann immer eine Werkbank, sondern dieses Werkbänke zwischen den Autos. Ja, Sonic hat uns da freundlicherweise gut mit Equipment versorgt, wie man sieht. Das ist für mich auch... Das nächste, was da drankommt, ist die Werkstatt drüben. Mhm. Das heißt, die wird auch komplett modernisiert und ich glaube, so wie es jetzt hier steht, ist schon echt... Nein, man muss bei Sonic auch ganz ehrlich mal sagen, man sieht ja in dieser Werkstatt, dass das Auge hier auch auf jeden Fall Spaß haben sollte. Ja. Und das passt natürlich einfach so rein. Und diese Lösung mit Strom und Druckluft einfach direkt in der Werkbank, dass man gar nicht mehr viel machen muss. Also da ich glaube, es ist einfach auch cool für die Jungs, also wenn du in so einer Umgebung danach arbeitest, ja, motiviert vielleicht noch mehr, sofern das überhaupt möglich ist, wenn solche Autos dastehen. Ich glaube, das ist einfach der große Jungstraum von jedem, an solchen Autos schrauben zu können. Und ja, here we are, Porsche 993 GT1 Rennversion. Da gab es auch eine Straßenversion von. Gab es auch eine Straßenversion davon, genau. 21 Stück für Homologationszwecke, ja, nur 2 Handvoll Rennversionen davon. Und für mich nach wie vor zusammen mit dem CLK GTR und dem F1 eigentlich die goldene Ära des Langstreckensports, wenn wir mal die Gruppe C außen vor nehmen. Mega. Ja, einfach das Auto von der Form her. Ich finde aktuell dieses Jahr die Hypercar-Klasse wird spannend und Aston Martin hat jetzt gesagt, dass sie mit dem Valkyrie auch einsteigen wollen, was ich geil finde, aber die Autos sind einfach so von den Formen her so crazy, performance-technisch auch beeindruckend. Zeigt halt, was die Technik heute möglich macht. Denke an den 919 Evo auf Nürburgring damals mit Timo Bernhard und den, was waren es, 5 Minuten 11 oder irgend sowas. Auf jeden Fall krank. Das ist schon heftig, aber ja. Der war auch schon im Renneinsatz? Der war auch im Renneinsatz, ja. Ja, okay, aber das ist natürlich hier auch. Also da braucht man auch nicht mehr viel mit irgendwo hinfahren. Waren wir letztes Jahr mit dem Ferdi Porsche und Ferd Mankai in Österreich bei einem GT1 Get Together auf dem Großglockner. Mhm. Da standen dann, glaube ich, wie viele Autos waren es? 10, 11 Autos, glaube ich, gab es davor in der Form auch noch nie. 10, 11 GT1? Zusammen, ja. Ja. Und wir hatten noch einen CLK GTR als Partycrasher dabei. Als Beifang mit. Aber auch geil, ein riesen Wasserkühler, der, man sieht das jetzt gerade schlecht, der liegt hier vorne so drin und die ganze Luft geht hier so durch. Wie ist das für so ein Porsche mit Teilen, wenn da jetzt ein Wasserkühler kaputt geht? Ich meine, auch bei dem GT1 müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist nichts, was wir restaurieren würden. Ja, kleinere Wartungsarbeiten, wirklich Kleinigkeiten, da kümmern wir uns drum, aber da ist der Anspruch einfach der, dass wir auch sagen, geben wir direkt in die Hände zu Porsche. 996 GT1 haben wir gerade dort im Kundendienst und es ist einfach so speziell und ich glaube, die Vielfalt, die wir schon bei Mercedes bieten, ja, angefangen von Vorkriegsfahrzeugen bis hin zu CLK GTR. Wir haben aktuell auch einen AMG One hier stehen, wobei das natürlich nichts ist, wo wir noch irgendwie Hand anlegen können. Das ist einfach ein fahrender Laptop am Ende des Tages. Aber es ist schon eine Challenge, von eben Vorkrieg bis CLK, GTR, über sämtliche Baureihen hinweg das Know-how zu haben. Und auch im Handelsbereich, ich sage immer, die Schwierigkeit ist wirklich, wenn man markenübergreifend, man wird nie auf das gleiche Level kommen, wenn ich jemanden habe, der einen Jaguar E-Type kaufen will. Du kannst davon ausgehen, der hat die letzten 6 Monate nichts anderes gemacht, wie sich mit diesem Modell zu beschäftigen. Also es wäre völlig vermessen zu behaupten, dass man sich mit einem Wagen dann so gut auskennt, dass sie da jedes Detail erklären kann. Ich sag, das Wichtigste ist einfach, offen und ehrlich zuzugeben, wenn ich von was keine Ahnung habe, dann muss ich sagen und dann muss ich eben auf die Spezialisten zurückgreifen, die wissen, worum es geht. Ja, also ich kann dir nicht die Ventilsteuerzeiten von dem GT1 erklären. Ja, nee, also aber es ist genau die richtige professionelle Einstellung, mit der man da rangehen muss. Das ist, ja, und ich meine auch wieder von den Werten hier, das ist ein Thema. Ich meine, in der Halle jetzt, da steht das Teuerste vom Teuersten unter anderem. Ja, noch nicht die wirklich. Es gibt noch teurere Sachen, die hier in der Halle stehen, aber für uns ist ein Thema ganz, ganz wichtig. Es ist egal, wie teuer ein Auto ist, also egal, ob das 10.000 oder 10 Millionen kostet. Wir möchten, wenn bei uns jemand ins Haus kommt, der was kaufen möchte, ja, die Experience ist immer die gleiche. Ich werde nicht vergessen, wo ich mein erstes Auto gekauft habe, einen A3 mit 100.000 Kilometer, dass sich die Jungs im Audi-Zentrum die Mühe gemacht haben, die Schmette in die Übergabelounge zu stellen mit einem Cover drüber, weil es einfach ein großer Tag war und sowas vergisst du nicht. Und jemand, der bei uns ein 10.000 Euro Auto kauft, für den ist der Moment oder der Tag genauso speziell oder vielleicht sogar spezieller wie jemand, der hier einen Porsche GT1 für 15 Millionen kauft. Ja. Der wahrscheinlich noch nicht mal vor Ort ist, sondern das Ding einfach abholen lässt. Genau, und deswegen, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie nur als die, ja, der Händler für die Millionäre angesehen werden, sondern wir sind Petrolheads, da kommen wir her und so möchten wir auch, dass wir draußen wahrgenommen werden. Ja. Das ist noch wirklich oldschool, so wie das früher war. Ganz normal geschaltet, aber mit Stange nach hinten. Also man schaltet tatsächlich, also ich vermute mal, der wird schon nur hoch-runter schalten, also das wird schon sequenziell sein, ja. Aber trotzdem schon noch mit Stange nach hinten, also da muss man noch richtig was machen. Ja, das ist dann halt, ja, das ist halt schon ein Rennauto. Was kostet sowas ungefähr? Also mal je nach Rennsporthistorie, die Straßenautos sind in der Regel teurer als die Rennversion. Also wenn du jetzt natürlich den Le Mans-Sieger hättest, wäre es noch was anderes. Aber sowas liegt im Preisbereich, würde man sagen, zwischen 12 und 13 Millionen und die Straßenversion je nach Kilometer sogar noch drüber. Ja. Also im Verhältnis zum Mercedes wertvoller, kann man so sagen? Ja, also der GT1 ist eigentlich teurer als der CLK. F1 ist dann nochmal mehr, sag mal, F1 rangiert aktuell zwischen 15 und 20 Millionen. Wobei ich ehrlicherweise sage, es gibt keinen plausiblen Grund, warum F1 teurer sein sollte als ein CLK GTR. Das Problem vom CLK GTR ist einfach, dass viele glauben, das ist das Auto, was abgehoben ist in Le Mans. Und das ist nicht so. Der CLK GTR und der CLK LM haben nur 98 jedes einzelne Rennen gewonnen. Hat man damals, wo wir den Wagen in der Werkstatt gesehen haben, schon besprochen. Und deswegen gibt es für mich persönlich keinen Grund, warum ein CLK GTR günstiger ist ein großes Wort, aber günstiger sein sollte als ein GTR, also ein F1. Ja. Wo siehst du die Preise in 10 Jahren? Deutlich über dem, wo sie heute sind. Also echt, dass da noch lange nicht Ende erreicht ist, sondern... Nee. Weil einfach der Sammlermarkt wandelt sich, die nächsten Generationen kommen rein und die aktuellen Topsetter wie 50er, 60er Jahre Ferraris, 250 GTO, das wandelt sich, ja, weil bei allem, jetzt mal Investment-Hintergrund ist jetzt eigentlich ein dämliches Wort, ja, aber ich meine, bei so viel Geld muss man den Value ja betrachten und die Entwicklung. Niemand will, der 10 Millionen zur Verfügung hat, sich so ein Auto zu kaufen, der hat ihn in der Regel nicht, weil er besonders blöd ist, ja, und möchte nicht, dass sein Geld in 10 Jahren die Hälfte wert ist. Ja. Und deswegen glaube ich, dass bei allem monetären Gedanken bei den Autos die Emotionen ein ganz, ganz wichtiges Thema sind. Und viele Kunden von uns, die solche Autos kaufen, sind wirklich Petrolheads, ja. Ja, weil ansonsten gehe ich einfach zum Anlageberater und sage, hier, ich habe 10 Millionen, leg die gut an, ja, ja, und that's it. Da brauche ich nicht so ein Auto, was mir im Zweifelsfall noch Kopfschmerzen bereitet, weil ich irgendwie in deinem 4. Mal fahren wieder irgendein Problem habe und dann wieder einen exorbitanten Betrag in der Werkstatt liegen lassen muss. Also ich glaube, dass in 10 Jahren die Autos deutlich vom Value über dem liegen, wo sie heute liegen. Du findest sie nahezu nie verfügbar irgendwo zum Kaufen. Und anders gesagt, wenn ich heute 10 Millionen hätte, ich würde mir definitiv einen CLK GTR kaufen und einfach nur ins Wohnzimmer stellen, weil fahren kann ich ihn gar nicht mehr. Aber ich bin wirklich immer noch sprachlos über die Summen halt. Wie, man läuft halt dran vorbei und dann fällt da so eine Zahl wie 12 Millionen. Das ist halt schon, weil das ist halt richtig Patte in Summe. Ja, wobei, wie gesagt, ich finde halt das Thema Geld, und das ist bei Autos klar, das ist die Automobile Champions League, gar keine Frage, und das ist für uns auch, denke ich, von der Reputation her ein ganz, ganz großes Vertrauen unserer Kunden oder ein Vertrauensvorschuss, den auch Kunden in uns geben. Wir verkaufen solche Autos manchmal, ohne dass die Kunden die Fahrzeuge gesehen haben. Ja, das kann man eben nur machen, wenn man über Jahre hinweg so eine Reputation aufbaut. Und das wiederum schafft man nur, wenn man, egal ob ein Wagen 10.000 oder 10 Millionen kostet, entsprechenden Service abliefert. Mhm. Und ja, weil in Summe ist es ja eigentlich, muss man sagen, positiv, dass die Autos solche Preise erreichen, weil das zeigt ja schon, wie weltweit einfach schon das Interesse, ja, an dem Auto ist. Wenn es nicht geil wäre, würde auch keiner für Geld ausgeben, egal wie selten es ist. Und ich glaube wirklich, dass das Homologationsthema immer noch fast am Anfang ist, weil die Autos sind so selten. Wie oft sieht man einen CLK GTR auf der Straße? Nahezu nie. Ja. Ich glaube, viele kennen die Autos noch gar nicht und wissen noch gar nicht, wie speziell das eigentlich ist. Ja. Und ich meine, auch hier wieder von der Wertentwicklung, da braucht man gar nicht anfangen. Ja. Es gab Zeiten, CLK GTR, da wollte das niemand haben. Niemand. Ja, also 2010 ungefähr, es gibt ja von der Version noch einen Roadster, ja, ohne Dach, gab es beim GT1 nicht. Da stand sowas für um die 700.000 Euro bei Mercedes im Classic Center zum Verkauf und niemand wollte es. Niemand. Ja. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, wie gesagt, wie sich sowas im Value entwickelt, aber ist einfach für mich die automobile Champions League. Ja. Wobei, das hier optisch, muss ich sagen, ist auch ein Highlight. Ja, eigentlich bleibt man damit in der GT1-Klasse. 993 GT2 Evo, ja, ist tatsächlich in der GT1-Klasse gefahren, gegen CLK, GTR und F1, wenn auch nie wahnsinnig erfolgreich. Danach kam dann eben der 993 GT1, sieht man noch zum Beispiel an den Scheinwerfern, die späteren GT1 dann ja die 996 Scheinwerfer. Das Auto ist gegen das gefahren? Ja, ja. Okay. Sind in der gleichen Klasse gefahren. Weil da sieht man ja optisch schon, dass das... Ja, also wie gesagt, die hatten nie wirklich, waren nie wirklich so konkurrenzfähig in der Klasse, aber eben auch Serious Business, ja, also 600 PS auf unter 1000 Kilo, das wird schon ordentlich. Ja. Und das spezielle Auto hier ist ein Kunstwerk. Ja. 1995er IAA-Auto vom Porsche Messestand. Also geiler geht's nicht. Das Auto ist im komplett Originalzustand. So stand er 1995 in Frankfurt zur Präsentation vom 993 GT2 Evo und ist dann von einem der größten und einflussreichsten Kunden aus Asien direkt gekauft worden. Wird es heute in der Form wahrscheinlich nie wieder geben, dass Porsche sagt, okay, wir verkaufen dir sowas. Mhm. Also wenn man heute zu Porsche geht, Messestand, und mit so einem Wunsch um die Ecke kommt, sagen die wahrscheinlich nur, ja, auf Wiedersehen. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Ja, ja, nee, also die Harlequin-Livery, wie man sie kennt, gab es ja bei mehreren Autos. Wobei die extrem gut ist hier. Also das ist handlackiert, das ist nicht foliert. Ja, das ist handlackiert, das ist schon und crazy. Was ich auch feiere, ist die Endrohr-Config. Turbolader links, rechts, die fetten Rohre, und hier in der Mitte wird garantiert ein Wastegate hängen. Genau, nee, 2 Wastegates sogar, links und rechts, die da in der Mitte rausgehen. Ah krass, ja okay, von unten sieht man ja auch, der ist ja gefühlt keinen Meter gefahren, ne? 500 Kilometer tatsächlich. Ja, in die Halle rein und raus und das war's. Ja, ja, also wir waren damit einmal in Donington auf der Rennstrecke. Allerdings ist es auch nicht für hartes Racing, das waren ein paar Demo-Labs. Das ist einfach ein Kunstwerk. Und wird wahrscheinlich auch für denjenigen, der es jetzt kauft, auch eher als Kunstwerk an. Ja. Also ich hatte tatsächlich vor 2 Tagen einen Kunden dafür da, aus Italien. Und das war im Prinzip auch genau die Quintessenz, weil zum einen die Frage aufkam, Umbau auf Straßenzulassung, was natürlich schon krass wäre, ja, ist ein reiner Rennwagen. Und ich gesagt habe, es würde eigentlich wenig Sinn machen, weil den Wagen, man kann ihn wahrscheinlich mit viel Mühe und Not bekommt man das irgendwie hin. Man muss den Tank umbauen und im Interieur vielleicht noch das ein oder andere ändern, aber die Frage ist, das Auto bei geringen Geschwindigkeiten zu fahren, das tut dem Auto nicht gut, das macht auch keinen Spaß, würde eigentlich keinen Sinn machen. Also das da habe ich eine Frage, wie ist das bei Autos, bei so Rennautos, mit, da gibt es ja dementsprechend keinen Fahrzeugbrief zu. Ja, reiner Rennwagen, gibt es nichts dazu. Wie bescheinigt man, dass das dein Auto ist, so wie man sonst sagt, ich habe einen Fahrzeugbrief in der Hand, ich bin jetzt Eigentümer von einem Auto? Kaufvertrag. Ja, also im Englischen einfach genannt Bill of Sale. Das heißt, du bekommst den Kaufvertrag und damit geht der Besitzübergang über. Ja. Aber du hast keinen Fahrzeugbrief im klassischen Sinne. Ja, du hast bei Rennwägen jetzt, die gefahren sind, der Wagen ist ja nie eingesetzt worden. Bei Rennwägen, die wirklich gefahren worden sind, hast du zum Beispiel einen Wagenpass. Hat jetzt ein Fahrzeug, was nur auf der Messe stand und danach direkt in die private Sammlung geht, hat es nicht. Ja. Nicht, ne? Aber auch wie tief die sind, ne? Sieht gefühlt schon wieder so flach aus, als wenn man den noch nicht mal schieben kann. Wahnsinn. Ja, jetzt wird es noch mal ein bisschen Mercedes-klassisch. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu Mercedes. 2 Bad Boys hier. 2 richtige Bad Boys, einmal ein Original, einmal ein Replika. Hier steht das Original, der sogenannte Mampe SLC. Müsste eigentlich im Mercedes-Museum stehen. Sorry, Mercedes. Steht aber nicht. Der steht aber hier. Der steht hier, ja. Das ist tatsächlich das Auto, was auch in Le Mans gefahren ist. Wenn auch nicht wahnsinnig erfolgreich, hat sich nicht fürs Hauptrennen qualifiziert. Aber war die Idee von Mercedes eben im Langstrecken-Tourenwagensport einzusteigen auf 107er Basis. Und das ist auch, wo die Idee für unser neues 107er Projekt in der New Tech Series herkommt, weil die Basis eigentlich, ich finde die Proportionen mega gelungen bei dem Auto und hat für AMG, obwohl es nicht wahnsinnig erfolgreich war, einen ganz wichtigen Part in der Geschichte. Ja. Wir haben es auch ausgeliehen zum 50-jährigen Jubiläum an AMG, aber das ist auch ein Teil jetzt der Sammlung zum Beispiel, den wir nicht verkaufen würden. Ja. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so ein Auto in Le Mans damals mitgefahren ist, weil es ist halt einfach nicht wie du schon sagst, nicht so das Rundstreckenauto, wie man es jetzt, Langstreckenauto, wie man es erwarten würde. Und ich meine, wenn wir davon schon reden, dass man es bei dem nicht erwarten würde, dann muss man sich die Rote Sau anschauen, weil die Rote Sau, das ist noch mal verrückter. Als Automatik damals? Ja, als Automatik, wie auch damals die Rote Sau. Aber ganz weit, das waren ja wirklich noch ganz andere Rennsportzeiten. Das muss man ja so. Ja, also ich glaube auch noch mal sicherheitstechnisch, wobei ich sage immer auch sicherheitstechnisch, wenn man sich mal überlegt, für mich die Monoposto-Autos ja, oder auch noch in den 70er Jahren so ein Ferrari 512M oder Porsche 917, das war nochmal sicherheitstechnisch was ganz anderes, aber ja, man kann das in der Form nicht und wir sind wirklich happy, dass wir den Wagen in unserer eigenen Sammlung haben können. Wird es wahrscheinlich so in Zukunft auch nicht mehr geben, dass wir die Möglichkeit haben, sowas kaufen zu können. Mhm. Ja, vor allem, ich sehe gerade hier, ihr habt da ein bisschen ausgelegt, was der alles gefahren ist. Das ist ja von 78 bis 80 ist das Ding ja 10, 20 Rennen gefahren. Ja. Dafür, boah, also der wird wahrscheinlich nochmal neu gelackt sein danach, oder? Ja. Das Auto ist restauriert, aber hat eben jetzt im Rennsport nie die Riesenerfolge erreicht, ja. Aber allein die Tatsache, dass er in Le Mans angetreten ist und es zumindest versucht hat, macht es eben für Mercedes AMG extrem spannend, weil es eben eine Phase war, wo AMG noch bei weitem nicht den Status hatte, wie sie es heute haben. Ja, und heute ist AMG einfach die Cash-Cow von Mercedes. Auch ein bisschen verwässert mittlerweile, wie ich finde. Es gibt so viele Modellreihen. Früher, wenn du wusstest, okay, es kommt jemand mit dem C63, wusstest du, woher der Wind weht. Und heute mit C43 und 53 und 55 und so weiter ist es ein bisschen schwieriger. Aber beeindruckend, welchen Weg AMG eben gegangen ist, weil das waren die Ursprünge. Und wenn wir von den Ursprüngen reden, dann müssen wir uns die Rote Sau anschauen, weil das am Ende des Tages wirklich nicht die Geburtsstunde, aber ich glaube für die öffentliche Wahrnehmung für AMG der Moment war, wo sie das erste Mal auf der Rennstrecke präsent waren und eben damit in Spa auch gewonnen haben. Ja. Würde wirklich keiner, der die Rote Sau nicht schon mal gehört hat, würde denken, dass das Auto, so wie es hier steht, also das Originalauto davon, ein Rundstreckenauto irgendwie im Ansatz, weil es ist hoch, lang, es ist eigentlich alles ich bin Rennwagen, wenn man zum Beispiel vergleicht mit einem Porsche von damals oder so. Ja, also allein die Abmessungen, das Gewicht, es ist Ich glaube, die Bezeichnung rote Sau, die trifft ziemlich gut. Ja, das ist wie gesagt eine Replika, das Original gibt es nicht mehr. Das ist damals für Reifentests, also nachdem es eingesetzt wurde im Renneinsatz, hat es AMG verkauft und ist eingesetzt worden, um Flugzeugreifen zu testen. Und danach ist er verschrottet worden. Also das Original existiert nicht mehr. Das ist jetzt ein Nachbau, den haben wir auch nicht wir gemacht. Und ist eigentlich wirklich sehr gut gelungen. Wenn ihr in Gran Turismo die rote Sau fahrt, fahrt ihr dieses Auto. Weil Gran Turismo zu uns gekommen ist, den Wagen gescannt hat, auch mit Tonaufnahmen, um ihn dann eben im Rennspiel einzusetzen. Und das Einzige, das ist ein mega cooles Auto, das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, das Auto hat eine Hinterkupplung. Und jeder, der schon mal eine Hinterkupplung gefahren ist, weiß, das Ding hat zwei Aggregatzustände auf und zu. Und anfahren macht damit keinen Spaß. Also Stop-and-Go-Verkehr, ich weiß noch, wir hatten mal ein Fotoshooting irgendwo nachts in Stuttgart. Und ich bin damit zurück zur Company gefahren, alle Flaggscheinwerfer an, rote Kennzeichen dran, Polizeikontrolle. Ja, und denkst, oh Gott, das wird Erklärungsbedarf mit sich bringen. Und die Polizei war aber ziemlich entspannt und ich musste beim Losfahren sagen, ich möchte nicht provozieren, ich möchte nur betonen, das hat eine Rennkupplung, ich muss so anfahren, weil du halt, salopp gesagt, mit brennenden Reifen losfahren musst, du kannst ja nicht irgendwie langsam die Kupplung kommen lassen. Also für einen Stop-and-Go-Verkehr wahrlich nicht geeignet, aber ein mega Auto, vor allem man muss es sich von vorne anschauen mit den Scheinwerfern, das ist schon wirklich badass. Ja, mit dieser fehlenden Stoßstange und dann halt diese also ich finde am besten, wie viel breiter der ist. Ja. Weil das gibt es ja alles gar nicht bei dem Auto eigentlich, dass das hier alles rauskommt. Ja. Das ist schon, ich weiß gar nicht, was da für eine Pelle hinten drauf ist. Ja, 3,45. Das ist eigentlich so damals Lamborghini-Hinterachse oder so mit Glück. Da haben sie so einen Reifen mal her. Wahnsinn. Ja, also Pascal, es ist mir auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Ehre, dass ich das hier heute zeigen durfte. Weil ich glaube einfach, wenn man jetzt hier so in die Halle reinfilmt, das ist wirklich einfach, wie du sagst, den Traum, den man lebt. Ja. Weil wo hat man mal die Möglichkeit, in Ruhe einen Zonda, einen SL73, einen GTR, einen F40, dann einen LaFerrari einfach mal die Tür aufmachen und reingucken. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Immer gerne. Lieben Gruß an Frank. Auch bei ihm nochmal vielen Dank, dass er seine Fahrzeuge zur Verfügung stellt, dass wir die einmal zeigen dürfen. War hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du da warst. Und ich muss wirklich sagen, also mich habt da als Company auch überzeugt. Ich war gerne hier, geiles Team, richtig Leidenschaft, gefühlt lebt wirklich jeder genau das. Und ich glaube, man sieht das auch an dem Auto, weil jedes Auto ist gefühlt wie neu. So. Und es gibt es gibt einfach so viele Händler auch, wo du einfach siehst, die Autos, ja, hier was überlackiert, da nochmal schnell was geklebt und hier ist wirklich... Also machen wir in Zukunft noch mal was. Vielen, vielen Dank. Wirklich geil. Ich werde lange von dieser Tour berichten und meinen Kumpels die Fotos zeigen, was für krasse Autos hier rumstehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.